Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe es mir nicht leicht getan in der letzten Folge, aber ich habe mich dazu entschieden, trotz des kleinen Aufstandes von unserem kleinen Freund, in Anführungszeichen hier, den Doug, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal weitere Bündnisse zu schmieden. Das heißt, dass wir noch vier Bündnisse insgesamt schmieden werden. Und dann erst dieses Südsechse angreifen werden. Dazu habe ich ein Bündnis namens Edles Geleit angeleiert. Beziehungsweise nicht ein Bündnis, sondern eine Quest. Und ja, muss erstmal irgendeinen Hunwald suchen. Eivor. Petra, ich dachte, das wäre jemand anders, mit dem ich sprechen soll. Ach so, wir könnten... Wir könnten nochmal gucken, ob man hier nochmal eben schnell was kaufen kann, weil es ist wieder ein neuer Tag vergangen. Was kannst du mir heute anbieten? Wir können es aber nicht. Ist dein Einkauf schon erledigt? Gut, also ich verstehe auch... Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich verstehe auch irgendwie die Logik nicht. Ich kann es theoretisch mehrmals am Tag machen, also reale Tage... Aber irgendwie funktioniert es nie dann, wenn ich da hingehe. Es sei denn, ist es das erste Mal, wenn ich mich gerade frisch eingeloggt habe. Achso, da hinten ist es doch. Dann funktioniert es aber sonst halt eben nicht. So, dich möchte ich anheuern. Wieso kann ich dich denn immer noch nicht anheuern? Mögen Gold und Ruhm unser Met und Fleisch sein. Ich liebe einfach das Lachen. Was ist mit dir? Okay. Dich kann ich wenigstens anheuern. Ich muss ja irgendwann auch mal das Ganze aber unser Gespräch inspirierte mich zu einem kurzen Gedicht. Darf ich es vortragen? Na los, kleiner Lord. Lass mich erbeben. Oh, ich gebe mein Bestes. Es heißt... Oder an die hungrige Flamme. Gesellt sich noch ein Skalde zu uns? Ich? Meine Güte, nein, ich bin kein Skalde. Nur ein demütiger Edelmann mit einem Hang für Verse. Ein Stümper nahezu. Ja, weiter? Soll ich fortfahren? Ich bin nicht hier, um Gedichte zu bewerten. Sag, was du willst, oder trink deinen Met. Ja, Verzeihung. Ich kam in der Hoffnung, Eivor zu treffen, die große Kriegerin des Clans. Wenn eine Audienz möglich wäre. Wir sind ja alle große Krieger, ja. Aber ich bin Eivor. Du stehst schon vor ihr. Und du bist? Ach, bei Gott. Mein Tag beginnt mit einer glücklichen Fügung. Ich bin Hunwald, treuer Sohn von Lord Hunpjocht, dem Aldermann von Lincolnshire. Möge Gott ihn lange schützen und heilen. Mein Vater ist erkrankt und während seines Fieberwahns haben böse Männer sein Urteilsvermögen getrübt. Ein geheimer und mächtiger Orden, wenn die Gerüchte stimmen. Vor gerade einem Monat wurde ich, sein einziger Sohn, ohne Vorwarnung durch mercische Soldaten verjagt. Ich weiß nicht warum. Mein Vater jedenfalls hätte mich nie verbannen lassen. Von der eigenen Familie verstoßen. Das ist ein starkes Stück. Könnt ihr mir helfen, nach Lincoln zurückzukehren? Marschiert an meiner Seite durch die Stadttore, damit ich wieder bei meinem edlen Vater sein kann. Wir können dir helfen, wenn wir etwas dafür bekommen. Sorgst du dich um deinen Vater oder seinen Titel? Ja, gute Frage. Da wir Wikinger sind, sage ich mal, sollen wir natürlich irgendwas dafür bekommen, ne? Wir könnten dir vielleicht helfen, aber im Gegenzug verlangen wir ein Bündnis zwischen unserem Clan und eurem. Das sollt ihr bekommen. Mein Vater ist ein großer Freund der Dänen, trotz der letzten Kriege. Du singst ein trauriges Lied, Hunwald von Lincolnshire. Ein Sohn seines Vaters Schutz beraubt, der seine Ehre unter Beweis stellen will. Wie weit würdest du gehen? Bis zum blutigen Ende? Und ob... Ich werde mich für meinen Vater in jedes Gefecht stürzen, denn ich weiß, dass wir im Recht sind. In Ordnung, junger Herr. Doch gerade braucht mich mein Clan. Aber wenn ich soweit bin, werden wir deinen Vater finden und uns für all das Unrecht rächen. Sei gesegnet, Eivor. Ich führe dich nicht zu einem Schildwall, aber es wird gefährlich.
Ich brauche dein Wort, dass du meinen Befehlen genau gehorchst. Benutze mich, wie du willst. Schön, wenn es soweit kommt. Ich warte auf dich an meinem Zufluchtsort, Wotolfsdon im Nordosten. Von dort aus begeben wir uns dann nach Linkholne. Auf Wiedersehen, kleiner Lord. Gute Reise. Gott beschütze euch alle. Ich fürchte, dass ich den Jungen in seinen Tod geleiten werde. Dann ist er wenigstens mal still. Das war aber nicht nett. Eine Saga. Neues. Achso, nee. Erwartet in Butolfston auf dich, einem Dorf im Nordosten. Okay. Wo soll das sein? Nordosten. Von uns aus. Ja, von uns aus. Okay. Warum? Was haben wir denn jetzt hier? Achso, wegen dem hier ist das drin. Der Hirtenstab. Okay. Ja, dann würde ich mal glatt behaupten, dass wir da jetzt direkt mal hinreisen. Klar ist es jetzt nicht so förderlich, dass wir das als erstes machen, aber wenn wir die als Verbündete bekommen, warum nicht? So, natürlich musste das jetzt ein Misstrauensgebiet sein. Was siehst du? Er ist irgendwo da hinten, okay. Ja, ich will nur einen Zielpunkt hinsetzen, damit ich das noch besser finden kann. So, ich weiß nämlich nicht, ob und wenn ja, wo hier Soldaten sind. Ich bin jetzt zwar schon gewesen, aber naja, man hat ja halt nicht alles im Kopf. Das war... Breite deine Flügel aus. Okay... Aber ehrlich gesagt, hätte ich den Schlüssel, den der Kerl hat, auch gerne. Man findet hier keine Ruhe. Nee, ne? Dann komm mal her. Ja, komm, mein Kleiner. Gott, was ist denn jetzt? Nichts, ich will nur den Schlüssel haben. Aber ich kann euch ja... Also ich kann ja schon alle töten, aber dann wäre das zu aufwendig gerade. So, mein Großer, jetzt bist du dran. Was ist das, ein Kampf? Nö, noch nicht. Soll auch keiner werden. Das will ich ja gerade vermeiden. Schön, dass du mitgemacht hast. So. Habe ich jetzt den Schlüssel bekommen? Ich habe nur den Bogen bekommen, oder? Ach so, der Schlüssel ist da. Hä? Der ist da drin, oder wie? Nee, ist jetzt nicht euer Ernst. Okay. Ich war doch schon mal hier drin und hab doch schon mal den Schlüssel besorgt, soweit ich weiß. Das ist alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Und ich habe so verstanden, dass man eigentlich die Sache nur einmal machen muss und dann den Schlüssel quasi nochmal benutzen kann. Ach, da hätte ich jetzt auch gar nicht... Ja, toll. Das kommt dann auch noch hinzu. Ja, geil. Ach, Leute... Ich muss auf die andere Seite. Ach, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn hier? Pergament, das nach Met stinkt. Ja, da können wir jetzt leider nichts gegen tun. Ich muss auf die andere Seite. Heißt,
Wir sind am Arsch, das bringt uns sowieso nichts. Och Mann. Was ist denn mit der Tür hier? Ach so. Hi. Ich wollte nur mal eben eure Truhe plündern. So, danke schön. Ich gehe auch wieder. So. Hinten sind auf jeden Fall Wachen. Ich weiß nicht, hier oben, denke ich mal, sind auch welche, oder? Ja, geh bloß nicht durch die Blumen durch. Ja, vielleicht auch nicht. Da, Hunwald ist zurück. Tränkt und plappert wie eh und je. Das ist also Hunwalds Zufluchtsort. So, so. Hunwald, wer ist das denn? Eivor, komm, setz dich. Brot und Ale, bitte, Wirtin. Ich bespreche gerade meine brenzlige Lage mit dem guten Elfgar. Herr? Er ist ein Edelmann wie ich. Einer von Linkolnischias zähen Tarnen. Hunwald hält schon einen Krug, der nicht umkippt, für besonders zäh. Elfgar hat meiner Familie die Treue geschworen, dem Haus des stürmischen Schwarz. Mit seinem Einfluss und deiner Kraft werden wir Linkolnischia von den Raufbolden, die uns bedrängen, ein für allemal befreien. Wir werden nur deinen Vater besuchen, Hunwald. Mehr nicht. Genau, Eivor. Und zwar schnurstracks, du bist die Achse meiner Räder, der Funken meines Zunders. Unser Erfolg hing von dir ab, das ist ja mal geil. Hunwald, dein Vater ist krank und deine Feinde sind in jeder Hinsicht überlegen. Hast du einen Plan oder bin ich nur hier, um dir dabei zuzuschauen, wie du diese Pisse trinkst? Natürlich, Eivor. Alles in allem bin ich ein Mann der Tat, bereit, sich kopfüber in den Kampf zu stürzen. Mhm. Pass auf, ich bin hier, um dich zu deinem Vater zu bringen. Entweder gehen wir jetzt, oder ich bin weg. Ah ja, nach Linkolne, los! Doch Vorsicht, auf der Straße dorthin wimmelt es nur so von Räubern, die mich tot sehen wollen. Du törichter Schmalzklumpen, als könnte dich eine einzelne Dänin vor dem Heer von Mercia retten. Du könntest dich täuschen, Elfgar. Und jetzt wird sie es dir beweisen. Es juckt mich schon in den Fäusten. Ein falsches Wort und ich hau dir deine Heidenfresse ein. Lass mich dir einen ausgeben. Das ist aber ein teures Met für 165. Wisst ihr, was ein Blutaar ist, meine sächsischen Freunde? Ein was? Ein Blutaar. Der Adler, den ich aus euren Innereien formen werde. Erst breche ich eure Rippen auf, dann ziehe ich eure Lunge raus und forme sie zu Flügeln, damit ihr so schnell es geht in euren Himmel steigen könnt. Jesus, verdammte Heiden! Hat sie doch was von Eva gelernt, wa? Du schlaue Füchsin, das war unfassbar! Wie eine erfahrene Kapitänin, die über die Wasser eines reißenden Flusses navigiert. Ich leere noch meine Blase, Eivor. Dann brechen wir zu neuen Abenteuern auf. Du reist mit einer Zielscheibe an deiner Seite. Ich bin ja da. Er ist sicher. Wenn ich jede meiner Warnungen an ihn aufgeschrieben hätte, wäre ich der meistzitierte Mensch der Weltgeschichte. Elfgar, die Nervensäge von Linkolnischir. Ah. Und
Hunwald sollte doch nicht abhauen. Wo ist er nur abgeblieben? Das werden wir rausfinden. Och, er ist natürlich mitten bei den Soldaten, war ja klar. Hunwald ist in Gefahr. Dieser blasse Schnösel soll ein Lord sein. Sieh ihn dir an, weich wie ungebacken Brot. Schurken, fort mit euch! Lasst ihn in Ruhe! Gott, er hat eine verdammte Dänen dabei! Oh, ich wurde niedergeschlagen. Ach Gott. Nur einen Hauch dem Tod entkommen, aber ich werde überleben. Ich muss! Natürlich wirst du das. Das ist das selber nicht wert, das wir kriegen. Gib nicht auf, Evo! Und sollte ich verschreiten, so räche mich. Das Silber, was sie kriegen, heißt das jetzt, dass es inszeniert oder was? Nicht dein Ernst, oder? Halt. Das nehmen wir noch mit. Ich lebe. Ich bin am Leben. Oh, Himmelsgnade. Geht's dir gut? Unglaublich. An die Schlacht von Botolfston wird man sich noch Jahre erinnern. Was? Eivgar, wir haben unseren ersten großen Sieg errungen. Hunwald, geht's dir gut? Besser denn je, ich. Wir müssen so schnell wie möglich nach Linkholne. Ja, das stimmt. Lass uns aufbrechen. Irgendwie fühle ich mich von dieser Quest total verarscht. Mich? Den Sohn eines geliebten Aldermanns? War es naiv von mir zu glauben, mein Titel bedeutet dem einfachen Volk dieses Schiers irgendetwas? Warum sollten sie mich so entehren wollen? So, bevor wir jetzt aber weiterreiten, muss ich mal ganz kurz gucken wegen der Fertigkeiten. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich zum Adrenalin rüber und hatte dann aus Versehen falsch geklickt beim letzten Mal. So, das wird da... Was ist denn das hier? Sturzabfangen. Eva führt automatisch eine Rolle... Ah! Das hätte mir wahrscheinlich ein paar Mal den Arsch gerettet. Aber okay. Gut. Dann speichern wir hier kurz ab. Und hoffen, dass wir hier runterspringen. Was haben sie dir gesagt, als sie dich ins Exil schickten? Ach, nur Unsinn. Ich hörte Schreie und wachte auf. Da griff mich ein Mann und sagte, ich sei eine Gefahr für meinen Vater. Pferdemist. Die mersischen Soldaten fesselten mich, brachten mich mit verbundenen Augen zum Vase und sagten plump, fang woanders neu an oder stirb in Linkholne Schier. Was meinten sie damit? Ach, irgendwas von wegen... Ich würde für seinen Tod beten, weil ich ihn beerben wolle. Sprich die Wahrheit, Hunwald. Ich kann nur helfen, wenn ich alles weiß. Du hegst keinen Groll gegen deinen Vater? Mitnichten? Nein. Ich vermute, dass mein Exil von ganz oben befohlen wurde. Vielleicht war es einer der letzten Befehle von Burgred. Das würde mich überraschen. Burgred hat bis zum Schluss Krieg gegen die Dänen geführt. Er hatte viel größere Probleme. Das mag stimmen. Er hatte andere Sorgen. Dann muss es König Elfred gewesen sein. König Elfred von Westsexe? Das ist ein ganz anderes Königreich. Ja, aber Elfred hasst und fürchtet die Dänen. Er muss gehört haben, dass ich einer Dänen den Hof mache. Der schönsten Frau der Welt. Deine geliebte Dänen. Genau. Also. Ich hab jetzt hier gerade... Oh, da stehen auch direkt Wachen vor der Tür. Ich habe jetzt nämlich gerade gesehen, da ist noch ein... Dings? Ein... Na, ein Geheimgang. So, ich gehe mal stark davon aus, genau, dass das hier Misstrauensgebiet ist. Ja. Kommt ja. Das ist Linkholne. Stadt meiner Geburt. Und Quell all meiner großen Sorgen. Ja, und jetzt geh in die Hocke. Wir müssen darüber. Überall mersische Wachen. Mir nach. Ich folge dir, Schattenkind. Mein Herz schlägt wie die Trommel deines Langschiffs. Ja, genau.
So, nochmal eben schnell gucken. Ist noch keiner unterwegs? Ja, geh rüber, komm. Gut, sie sollte eigentlich da reinspringen, aber so geht's auch. Das ist nicht dem sein Ernst, dass der jetzt nicht mitkommt, oder? Hallo? Was macht der Trottel denn da? Hä? Zeig es mir. Der lässt sich jetzt aber nicht von den Wachen hier killen, oder? Wo ist der Vollidiot jetzt? Hä? Ach, er ist an den Wachen vorbei reingeschlichen. Ist das euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst. Ja gut, dann warten wir halt noch, bis der Knilch endlich mal angekommen ist. Ich hoffe, die greifen den jetzt nicht an. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich jetzt überhaupt hin muss, weil, ne? Begleite ihn nach Hause? Ja, toll. Wohin? Diese Stadt war dein Zuhause? Sie war und sie soll es sein. Aber so treibt sie mir nur Tränen in die Augen. Heulen kannst du beim Beten. Wir sind noch nicht drin. Bald werde ich hier nicht mehr mein Gesicht verstecken müssen. Och, geh mir aus dem Weg, Junge. Unter meinem geliebten Volk wandeln. Wie ging es deinem Vater denn zuletzt? Leider eher schlecht. Aber er hat das Herz eines Löwen und ist vom Heiligen Geist selbst beseelt. Eine kleine Krankheit macht ihm nichts aus. Hatte er eine hohe Meinung von dir? Oh ja, in der Tat. Die Tane und Geistlichen von Lincoln Shire eher nicht. Aber sie haben mich auch nie wirklich kennengelernt. Hey. Ist der jetzt ernsthaft über den drüber gestiegen gerade? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Das ist ja... Ja. Das ist irgendwie alles ein Witz hier, keine Ahnung. So, da kommen wir rum. So, Junge, komm mit. Immer geschmeidig. Und immer durch die Büsche. Wir werden hier nicht gerade willkommen geheißen. Es ist schade, ich weiß. Euer Volk ist ein stolzes, kühnes, edles. Wo müssen wir denn da rein? Was? Wer läuft denn hier davon? Och. Ja, komm, Junge, komm doch einfach mal mit. Mein Gott, es ist so nervig. Was siehst du da oben, Sühnen? Kerl. Wieso bleibt der jetzt da oben hängen? Och, ist das dein Ernst? Der kann doch einfach nur die Treppen hier runtergehen. Soll ich jetzt hier stundenlang auf den warten, oder was? Der muss ja nicht unbedingt hier hoch, aber der muss ja zumindest zu mir mit runterkommen. Ja, dann komm! Trottel. Wenn die mich jetzt sehen, nur weil der zu blöd ist, ein paar Schritte geradeaus zu gehen, ne? So, Junge, kommst du jetzt mal mit? Ist der jetzt vor mir oder hinter mir? Sieh mal nach, Sühnen. Nee, der hängt immer noch da oben. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Der ist zu doof, sich zu bewegen. Kommst du jetzt mal runter hier? Nee, der hängt da immer noch drauf. Ich fürchte, bald ziehen graue Wolken auf. Ja. Da braut sich was zusammen. Man merkt's den Pferden an. Sie wiehern und verdrehen die Augen. So verhalten was sich ist denn der jetzt? Komm doch einfach mal mit, Junge. Mein Gott, ist es denn so schwer? Jetzt mach endlich.
Was macht der denn da oben? Soll ich den jetzt abschießen oder was? Hallo, mitkommen. Hierhin. Beweg deinen Hintern. Hey, das ist nicht dein Ernst. Ist das jetzt verbuggt oder? Muss ich den Betrunkenen hier irgendwie anlocken oder? Hey, willst du etwas mit? Oh, dann folge ich dir. Da ist mir wohl der Met ausgegangen. Was ist denn da? Ja, verflucht das so. Was ist los, dieser... Was wird das denn? Geworden? Das ist nicht gerecht. Was? Wirklich? Keine Dummheiten jetzt. Der ist aber... Ist der jetzt noch da oben? Das ist ungewöhnlich. Seit Wochen hat niemand was vom Aldermann gehört. Warum nur? Lord Hundbjörn kämpft sicher im Norden. So. Kommt dieser Vollpfosten jetzt endlich mal mit, jetzt wo die erledigt sind? Ich weiß ja immer noch nicht, was ich hier machen muss. Ob ich jetzt hier hoch muss? Wo ist der denn jetzt schon wieder? Jetzt sag mir nicht... Och, der steht da immer noch. Sag mal, was ist denn mit dieser dämlichen Quest hier los? Wieso kommt der nicht mit? Ich denke, ich soll den begleiten, aber der ist zu doof, um ein paar Schritte nach geradeaus zu gehen. Junge, beweg dich endlich. Kann ich dich irgendwie da runterschlagen oder so? Runterschubsen wäre auch mein Anfang, ja. Och, mal geh doch mal wieder hoch. Jetzt komm mir endlich hinterher, Mann. Was ist denn daran jetzt so schwer? Boah, ey. Überblicke das Land, Freundin. Also, wir müssen dahin. Da so. Vielleicht kommt der ja mit, wenn wir da ankommen oder so. Ich weiß es nicht. Die ist einfach zu doof, um uns mal kurz zu folgen. Also. Warte mal, da war doch gerade irgendwas mit einem Schlüssel, oder? Oder hatte ich den Schlüssel jetzt genommen? Weil das ist ja versperrt. Von der anderen Seite. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da jetzt so hochkomme, dass ich es frei machen kann. Hier kommt man ja nicht rein. Geheimgang, ja. Schlüssel, nein. Sei meine Augen. Tja. Oh. Guten Tag. Ja. Keine Ahnung. Och, jetzt beweg dich doch mal, Eva. Mensch. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht rein über die Fenster. Wenn die Tür natürlich... Ach so, oder kann ich die erst, wenn ich den mal einmal dran gerappelt habe? Das kann natürlich auch sein. Junge, ich laufe nicht davon. Du bist einfach zu dumm, um geradeaus zu gehen. Da kann ich ja nichts für. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, ja, das haben wir schon festgestellt. So, also nochmal. Mir wird kein Schlüssel angezeigt. Auch nicht, nachdem ich gerappelt habe. Das ist schlecht. Hm. Doch, da hinten. Ha, ha, ha. Das sind sogar zwei Schlüssel. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt wüsste, ob einer von den beiden überhaupt dazugehört, das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Schätze mal, dass ich die nämlich brauche, um da einzubrechen. Aber wie komme ich denn da rein? Und wie kriege ich den Vollidioten dazu, dass er mir mal endlich folgt, anstatt da drum rumzustehen? Das ist dann auch noch die nächste Frage.
Ja. Ganz ehrlich, diesen Teil finde ich jetzt überhaupt nicht mehr lustig. Ich gucke jetzt mal einfach hier. Zur Not nehmen wir einfach was mit. Kann man da? Kann man sich nicht verstecken, ne? Dachte ich mir schon. Hier könnte man sich noch ein bisschen verstecken. Frage ist, bringt uns das was oder nicht? Weil die haben ja alle diese dämischen Schilder. Das ist dann immer mit dem Kopfschuss so. Okay, das hat uns auf jeden Fall jetzt was gebracht. Komm, komm. Wieso konnte ich jetzt kein Attentat machen? Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, wie viele haben wir dann noch? Den einen links. Der bewacht wahrscheinlich da das Gold. Gott sei Dank, wo läuft der jetzt hin? Da ist der Schlüssel drin. Die Frage ist jetzt, kommen wir da rein? Sieht eher nicht danach aus momentan. Kann man da von unten eventuell rein? Denke ich nicht. Durch ein Fenster vielleicht? Auch nicht, ne? Da oben ist eine Tür, die, weiß ich nicht, verschlossen ist oder so. Ja, die sieht sehr verschlossen aus. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, irgendwie sind die immer alle verriegelt. Ich weiß auch nicht. Du siehst mich nicht. Aber das hat uns jetzt auch nichts gebracht, weil wir da auch nicht reinkommen. Ich hasse solche Dinge. Ja. Ich guck trotzdem nochmal eben vorsichtshalber nach. Ob wir da oben vielleicht doch irgendein Fenster oder so haben, wo wir rein können. Ne, ist aber ein Flachdach, okay. Tja. Und das ist auf jeden Fall hier in dem Haus drin. Das ist, gehe ich mal von außen, nicht ganz unten. Tja. Wenn ich wüsste... Nee, das geht, oder? Nee, das geht bis unten. Ist da ein Riss drin oder nicht? Nee, da ist kein Riss drin. Aber was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Tja. Ja, keine Ahnung. Also ich kann ihn nicht nach Hause begleiten, weil zum einen kommt er überhaupt gar nicht mit. Kann ja sein, dass er den Schlüssel vielleicht dafür... hat, aber da ja zu blöd ist, die paar Schritte nach geradeaus zu gehen, ist das natürlich Mist. Das Einzige, was ich jetzt mal machen könnte, ist nochmal zu ihm zu gehen, dann nochmal abzuspeichern und nochmal zu laden. Ach nee, das kann ich ja gar nicht, ne? Doch, im Moment kann ich abspeichern. Dass ich nochmal dahin gehe, das nochmal lade und dann vielleicht gucke, ob das wirklich ein Bug war oder ich weiß es nicht. Entweder schneide ich das Ganze dann noch zu einer längeren Folge zusammen oder ich mache da zwei Folgen draus. Ich werde mich vorsorgehalber erstmal verabschieden und ja, werde das Ganze nochmal speichern und dann nochmal neu starten.
um zu gucken, ob das einfach nur verbuggt ist, weil er bewegt sich ja keinen Millimeter davon der Stelle weg, egal ob man ihn haut oder direkt neben ihn steht und weitergeht. Und ja, es ist halt doch ziemlich nervig. Nein, ne? Das ist nicht dein Ernst, dass der jetzt komplett woanders ist. Willst du mich verarschen? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, er kann sie anscheinend nicht öffnen. Was macht die denn? Was ist denn da los? Ich habe kaum genug Silber, um Torf von diesen Schmugglern zu kaufen. Ihnen gehört alles. Guter Gott! Was soll die Aufregung? Na komm. Krauchst du im Grünen? Ach komm schon, Junge. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Ah, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh, perfekt. Nein, lass mich das doch lesen. Hunwald, Gott sei Dank, du lebst. Ja, mein lieber Regenhaare, an Leib und Seele unversehrt. Sag meinem Vater, sein Sohn ist zurück und zwar kampfbereit. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Es tut mir leid, aber dein Vater wurde fortgebracht. Fort? Wann? Schon vor Wochen, Lord. Er war wirklich sehr krank, als sie ihn wegbrachten. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ja, wer hat ihn weggebracht, wäre auch gut zu wissen. Wer brachte den Aldermann fort? Soldaten oder Geistliche? Es waren Männer mit Schwertern. Und auch Männer Gottes. Und eine Heilerin, die öfter im Hause zu Gast war. Galwöhner. Eine der Schwestern, der mein Vater sehr vertraute. Er hat immer noch Freunde in Linkolne. Ein gutes Zeichen. Unter anderem Bischof Herefried. Er hielt Nachtwache im Gemeindesaal und kümmerte sich um alles, in Abwesenheit deines Vaters. Werden wir Ärger bekommen im Gemeindesaal? Ihr meint Soldaten und so weiter? Ja, dort sind nun viele, viele mehr, seit dein Vater nicht mehr zugegen ist. Gut, dann bleiben wir besser unentdeckt. Ja, damit das Ganze aber zeitlich nicht so überhand nimmt, würde ich sagen, schauen wir den Rest in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.